Wir haben heute Abend Justina aus Polen, Werner aus Südafrika, Parvis aus dem Iran und Frank, der wieder in seiner Heimatstadt Hamburg lebt, nachdem er Anfang der 60er Jahre in der feinen Jonsallee geboren worden ist. Aber viele Jahre seines Lebens in Amsterdam, in Mexiko, in den USA und in Australien verbracht hat. Während Werner, unser Südafrikaner, ein so richtiger Arbeiter an der Kunst ist, der seine Umgebung eingehend beobachtet, Justina tief in ihre Gefühlswelt abtaucht und dabei dem Universum begegnet, Parvis seine persische Kultur durchdenkt und leidenschaftlich vermisst. So hat Frank bereits ein Leben gelebt, das wahrscheinlich nicht jeder von uns so auch erleben möchte. Als Frank mir einige Ausschnitte aus seinem Leben neulich erzählte, bin ich gefesselt von seinen Erzählungen wie in einem Hollywood-Film gewesen über Geschäfte, bei denen es um viel Geld geht, mit südamerikanischen Kartellen, in denen er selbst gebraute, gute Drogen verkauft hat und später dafür leider viele Jahre ins Gefängnis gehen musste. Aber wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, ganz vorsichtig. Ne? Jeder hat seine Schattenseiten und wir sind ja hier, um auch am Ende zu sehen, wie was jemand aus seinem Leben macht. Als Kaufmann für Rohstoffe in der Plastikverarbeitung gewann Frank Wohlrab bereits in jungen Jahren das chemische Know-how. Denn ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, wie man sowas herstellen kann. Und es ermöglichte ihm später sehr gute Qualität von Drogen herzustellen in einem eigens gebauten Labor. Er produzierte zum Beispiel Methamphetamine für Drogenkartelle weltweit. Aus 40 bis 50 wechselnden Laboren in Brasilien, Mexiko, Kenia oder in Australien belieferte er die Kartelle lange Jahre zuverlässig. Bitte nicht ausprobieren, das ist jetzt spannend. Er hatte als Chemiker einen sehr guten Ruf. Denn das Öl aus dem Sassafrasbaum, das schon die Indianer für medizinische und rituelle Zwecke nutzten, ist der chemische Ausgangsstoff, der anschließend durch Kochen und Destillieren, aber nur von Experten, zur synthetischen Droge MDMA wird. Für die meisten von uns sind Drogen ein zu meidendes Thema, wir sind ja alle gute Menschen. Das bei Missbrauch zu Elend und Tod und im Verlauf des Handels zu Mord und Totschlag führt. Und deswegen ist der Gebrauch in die Produktion und der Verkauf, das ist jetzt für die Presse, von harten Drogen auch illegal und wird zu Recht hart bestraft. So, der Gebrauch von rauschhaften und stimulierenden Substanzen ist aber durch alle Kulturen der Welt hindurch bekannt bis in unsere heutigen Zeiten. Zum Beispiel in China, das Opium, ein Wohlgenuss für die dekadente Oberschicht der Qing-Dynastie. Und das haben die Engländer früh erkannt und haben einen florierenden Handel mit den Chinesen aufgebaut, bis die chinesische Gesellschaft zusammenbrach. Eine Lektion, die die Chinesen sicherlich nicht vergessen haben und das erklärt so manches Verhalten auch heute. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Methamphetamine, um mal auch von uns zu sprechen, bekannt als Aufputschmittel für die Flieger der Wehrmacht und die Panzerfahrer, bekannt als Panzerschokolade oder Fliegerschokolade. Und um in die Jetztzeit zu kommen, Ecstasy als Partydroge in der Raver-Bewegung in den 80er Jahren bekannt geworden und sehr verbreitet. Oder sprechen wir von den Hippies, ne? Die Hippies haben Drogen konsumiert und es war cool. Also es gibt in jeder Zeit ein anderes Verhältnis zu diesen sogenannten Drogen. Wie gesagt, die Indianer haben es für rituelle Zwecke benutzt, die Hippies haben es genossen, um zu provozieren und die Soldaten haben es benutzt, um möglichst lange fliegen zu können. In den 80er Jahren sind dann Drogen verboten worden weltweit. Es gibt da unterschiedliche bei Drogen. Ich bin kein Experte, also fragen Sie lieber Herrn Wohlrab. Ich habe mich so ein bisschen einarbeiten müssen, also da bin ich echt ein Laie, aber ich war echt beeindruckt.
Übrigens auch moderne Künstler haben Drogen ausprobiert, um das mal hier in die Kulturwelt zu ziehen. Ganz berühmt ist Ernst Ludwig Kirchner von den berühmten deutschen Expressionisten, der ganz bewusst mit Drogen experimentiert hat, weil er geglaubt hat, dass, oder versucht hat, seine expressive Malerei durch die bewusstseinserweiternden Drogen zu steigern. Ne, also bei Künstlern ist das ein durchaus bewusst angewendetes Mittel, nicht auf eigene Gefahr. Als Frank in Australien verhaftet wird, beginnt für ihn eine Lebenswende. Im Gefängnis in Australien sitzt er mit Aborigines ein, die ihm ihre Kultur des meditativen Malens beibringen. Frank entwickelt eine hohe Sensibilität für das Leiden anderer Menschen, ist er doch mit seinem eigenen Leiden hart konfrontiert. Die Aborigines, sagt er, lebten früher frei in der Wüste. Sie haben Fähigkeiten, von denen wir nur träumen können. So können sie sich mit Telepathie unterhalten. Wir verstehen sie nicht, sagt Frank. Und was wir nicht verstehen, das machen wir kaputt. Das hat Frank erlebt und wir sollten darüber nachdenken. Die australischen Aborigines bringen ihm das sogenannte Dot Painting bei, bei dem mit dem Pinsel sukzessive Punkt an Punkt gereiht wird, bis ein Geflecht von Mustern, Haken und Schlangen einen Raum für Stille und Tagtraum eröffnet. Wohl wählt der Künstler Frank Wohlraab einen Zwei- oder Dreiklang von Farben aus, die das Bild aus einem inneren Rhythmus tanzen lassen. Jeder, der vor seinen Bildern steht, spürt dieses bescheidene Glücklichsein in einem Moment unseres Lebens, das so schnell an uns vorbeifliegt und in dessen Wirrwarr wir zu Hause sind und unseren Platz finden müssen. Bitte stellen Sie sich vor seine Bilder. Ich bin erschreckt und gleichzeitig voller Respekt vor dem Leben von Frank Wohlraab. Wer kann von sich schon sagen, viele Jahre hinter schwedischen Gardinen verbracht zu haben, und auf diesem Schicksalsweg nicht gebrochen worden zu sein. Während manche Menschen die schwierigen Herausforderungen des Lebens meiden, verfügen andere, und Frank ist so ein Beispiel, über immense Lebenskräfte, die ihresgleichen suchen. Sie überwinden die Verzweiflung und die Angst. Frank hat ein schnelles Leben geführt, ein Leben auf der Überholspur. Er hat viel Geld verdient, er hat es genauso schnell wieder ausgegeben, an seine Familie weitergegeben. Es war ihm nie Selbstzweck. Das viele Geld hat ihn nicht glücklich gemacht, wie er das früher dachte. Der Preis war zu hoch. Hätte er selber einmal geahnt, dass er zu einem Helfer und Heiler werden würde mit den Mitteln der Kunst? Das bekannte Gesundheitszentrum in Chiang Mai in Thailand startet mit seinen Bildern die Therapieräume aus. Und die Geschwächten, die dorthin kommen, um Heilung zu empfangen, gehen in seinen Bildern die Wege ihres Lebens nach und fühlen sich magisch behütet und friedlich aufgehoben, angebunden an eine universelle behütende Macht. Frank arbeitet heute als Wagenmeister bei der Deutschen Bahn. Er überprüft als Arbeitszugführer und Logistiker im Gleisbau, ob die Züge der Deutschen Bahn technisch einwandfrei laufen, um die Menschen sicher zu ihren Zielen zu bringen. Frank ist wieder in seinem Leben zu einem gefragten Mann geworden. So, einmal durchatmen. Jetzt geht es ins nächste Leben hinein, nämlich in das Leben von Justyna Wojtas aus Polen. Sie steht dort an der Tür. Diese wunderbar schönen farbigen Bilder mit Epoxidharz überzogen, das sind die Werke von Justyna. Vielleicht gucken Sie mal so ein bisschen auf die Bilder. Unsere nächste Künstlerin ist die junge Justyna Wojtas aus Polen. Sie hat ein Architekturstudium in Breslau absolviert und das durch ein Grafikstudium erweitert und auch Kenntnis in Media Art erworben. Sie lebt heute in der Schweiz, umgeben von Natur, und widmet sich ganz ihren beeindruckenden Farbergüssen. Denn die Acrylfarben, die Justyna benutzt, gießt sie auf die Leinwand, verspachtelt sie mit spontaner Geste
und überzieht sie schließlich mit Epoxidharz, das den Bildern eine feste und glänzende Hülle gibt. Schnell und sicher und konzentriert muss sie arbeiten, denn der harzartige Lack trocknet schnell und dann ist das Bild nicht mehr korrigierbar. Ich empfand es als sehr schlüssig, als sie mir in unserem kurzen Gespräch am Anfang der Woche erzählte, dass sie eine begeisterte Speedskaterin sei und gerade posieren muss, weil sie durch die unvermeidlichen Stürze tiefe Schürfwunden davongetragen hat. Also wehleidig ist Justina nicht. Und den Rausch der Geschwindigkeit scheint sie zu genießen. Ihre Bilder sprechen diese Sprache der jungen Lebensenergie, die sich sinnenfroh verschwendet. Gleichzeitig aber mit ihren Gefühlen Tiefe und Anbindung sucht, die sie wunderbar lyrisch gestaltet. Wie explosive Gedichte oder Elogen auf das Leben offenbaren sich die Farbexplosionen vor dem Betrachter auf ihren Bildern. Sie sehen da hinten zum Beispiel so eine grüne Explosion. Freiheit ist etwas, was sie braucht, sagte sie zu mir, und das spüren wir auch. Die Farben laufen frei auf der Leinwand und unaufhaltbar ist ihre Energie. In der Entstehung fließen die Farben aus ihrem Körper heraus wie Flüssigkeiten. Im selben Moment aber ist sie angebunden an ein kosmisches Schöpfungsprinzip. Deswegen meint man auf allen ihren Bildern, kosmische Entstehungsprozesse erkennen zu können. Auf ihrem Bild Green Place, das ist dies hier da hinten, Justina? Ja, das ist es. Scheint gerade eine Explosion stattgefunden zu haben. Irgendwie in Zeitlupe festgehalten verbreiten sich die gelben Dämpfe, die ein Grün überlagern, langsam und konzentrisch vom Mittelpunkt der Explosion ausgehend unregelmäßig nach außen. Einige abgekühlte braune Dämpfe haben sich schon weiter weg bewegt in die Unendlichkeit des Universums. Der schwarze Hintergrund, auf dem sich die Explosionen ereignen, imaginiert ein kosmisches Universum. Das Asteroid genannte Bild erhärtet die Vermutung, dass auch die Künstlerin Kosmisches im Sinn hat. Das hängt, glaube ich, hier in dem kleinen Raum. Und wir wissen, das sind so kleine Planeten. Der Ursprung, wenn wir auf das Bild gucken, des Geschehens, beginnt so rechts unten im Bild, ragt von rechts unten hinein und aus ihr heraus leuchtet wie eine Fackel ein blaues Lodern, das sich in die Weiten des Raums ausbreitet. Sie müssen vor den Bildern mal diesen Energieschüben nachspüren. Auf ihrem Bild Fluo Galaxy, das den Begriff der Galaxie ganz dezidiert aufnimmt, sehen wir die Anmutung einer fernen Milchstraße, die sich wie ein Weg in rosa Farben diagonal über das Bild zieht. Das ist auch im Nachbarraum. Auf der mittigen Straße finden Kontraktionen statt, die weiße und schwarze Kleckse herausschleudern in die milchige Umgebung. Es könnte sich auch um eine mikroskopische Aufnahme von Nervenbahnen handeln, die mit ihren fernen, feinen Synapsen das Bild durchwirken. Und so macht das künstlerische Werden auch Sinn. Denn der Mikrokosmos spiegelt den Makrokosmos, wie alle Wissenschaft es immer wieder nachweist. Das Feier genannte Bild, wirklich eindrucksvoll. Wo ist es? Ah, da, ne? Da drüben. Das Feier genannte Bild wirkt dominant durch die feuerroten, ins Gelbliche sich ziehende Farben. Es ist ein Feuerschweif im tiefschwarzen Kosmos und gleichzeitig das kreative Feuer der jungen Künstlerin in ihr selbst. Wie eine feurige Mähne ragen die gelben Schlieren über das Bild. Die rote Glut, die sich ergießt, ist pure Energie. Ein herrliches Bild, das viel Kraft hat, aber auch Platz braucht. Wenn Sie zu Hause so ein Bild aufhängen wollen, das Bild kaufen und es bei sich zu Hause aufhängen wollen, denken Sie daran, das braucht Platz. Denn ansonsten sprengt die Energie des Bildes den Raum. Zu dieser Reihe von kosmischen Bildern gehören auch das Bild Blue Hole, das ist dieses hier, und das Bild My World, das ist, glaube ich, auch nebenan. Gucken Sie auf Blue Hole, das blaue Loch ist in diesem Fall kein schwarzes Loch, sondern eben ein blaues,
Vor dem schwarzen Hintergrund schwebt ein blauer Asteroid, der sich in seiner Mitte in die Tiefe in Wirbeln zusammenzieht. Justina gelingt eine beeindruckende Formschöpfung, die ganz von einem magischen, leuchtenden Blau bestimmt ist. Und wir wissen ja aus der Farbentheorie, die blaue Farbe ist die Farbe des Himmels und deswegen per se glückbringend. Sie ist die Farbe auch des spirituellen Weges, des Seelenfriedens, der Wahrheitsliebe, die Fähigkeit zu inniger Zuneigung und auch Treue. Vor einem Blau lässt sich gut meditieren, stellen Sie sich das vor, denn seine ruhige Strahlung erinnert an die Gegenwart des Göttlichen und führt uns von den Oberflächlichkeiten des Lebens hin zu tiefem Erleben, von der Flüchtigkeit des Augenblicks zu ewigen Werten, von der Angst zum Glauben. My World heißt ein Bild, enthält die beschriebenen Farben von Grün und Blau und Braun und Gelb, diesmal durchwirkt von Gold, das wie fernes Licht in die Emulsionen vor schwarzem Hintergrund hineinfällt. Es ist vielleicht so etwas wie ein Seelenporträt der Künstlerin. Bitte suchen Sie es. Ich will noch auf zwei Bilder eingehen. Einmal ist das Juicy Garden. Wo ist Juicy Garden? Ja. Da hinten in dem Raum. Das diesmal keinen dunklen Hintergrund zeigt. Gucken Sie genau hin. Sondern hier mengen sich auf einer hellen Fläche fruchtige und fröhliche Farben zu einer appetitlichen Abfolge zusammen. Man könnte sich ausgepresste Fruchtsäfte vorstellen, die wir so gerne schlürfend genießen. Das Bild Turquoise Explosion ist nicht mit Epoxidharz überzogen. Es hängt im Flur, am Aufgang, in der Wende, der Treppe. Es ist ein reines Acrylbild und zeigt in der Wahl des hellen Blau und seiner bewegten Ströme aus gelben und roten Farbverläufen einen emotionalen Zustand der Künstlerin, der mir typisch für ihr Wesen scheint. Überlegt und konzentriert bringt Justina ihre brodelnde Lebensenergie in eine Form, die in ihrer positiven, aber auch sensitiven Ausstrahlung voller Lebensfreude ist. Beeindruckend sind ihre großformatigen, abstrakten Farbbilder. Sie sind eine unmittelbare Sprache ihrer Seele. So, der dritte. Werner, where are you? Over there. So, Werner has a very German name. And he says he also can understand German, so I go on in German, because most of us möchten Deutsch hören. Also, Werner Nivot ist in der Hauptstadt Belgiens in Brüssel geboren. Er zog früh mit seinen Eltern nach Südafrika, wo sein Vater, glaube ich, in konsularischen Diensten stand. Dort machte er 1992 ein künstlerisches Diplom an der High School Pro Arte und nahm fortan weiteren Unterricht in akademischen Fächern. So begleitete er seine Eltern zu ihrer Versetzung nach Tokio, also konsularisch, und studierte dort weiter die bildenden Künste. Er ist Maler, Zeichner und Keramiker. Außerdem, wir haben hier auch zwei Keramiken von ihm, hier stehen sie in der Vitrine. Außerdem hat er ein Faible für die Psychologie entwickelt, was wir gleich sehen werden, deren Techniken er privat studierte. Werner Nivot hat in Luxemburg bereits einen Kunstpreis für sein Werk erhalten. Von Werner sind diese Arbeiten, die so gekritzelt aussehen und aus kleinen Tuschelobjekten gebaut. Das ist sehr gut zu erkennen. Die beiden zum Beispiel hier. Seine Kunst zeichnet sich durch ein hohes Maß an sensibler Wahrnehmung seiner unmittelbaren Umgebung aus. Wir sehen in unserer Ausstellung vor allem Tuschezeichnungen auf Leinwand in recht großen Formaten. Werner hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, der einem klar wird, wenn man näher an seine Leinwände herantritt. Und das müssen Sie tun. Und gucken Sie mal, was Sie da sehen. Und dann wieder einige Schritte zurücktritt. Es sind dies sehr filigrane und irgendwie stille Bilder, die jeweils etwas
Besonderes mitzuteilen haben. Treten wir mit den Augen dicht an die Bilder heran, und das machen Sie bitte hinterher, sehen wir, dass eine Vielzahl von gezeichneten Objekten das Bild und in diesem Fall die Zebras da drüben bilden. Alles Mögliche ist zu identifizieren, Sie sehen es von weitem gar nicht. Hasen, Möbel, Sektgläser, Käfer, unterschiedliche Werkzeuge wie Nägel und Hämmer, Blumensträuße, Herzchen, Haken, Buchstaben, Tüten, Taschen, Krakeliges und nicht Identifizierbares. Versuchen Sie es selber und entdecken Sie auf seinen gezeichneten Bildern die Vielfalt all dessen, was uns in unserem täglichen Leben umgibt. Und genau das ist es, wie Werner Niewuhr arbeitet. Er leitet aus dem Alltag heraus seine Themen ab, über die er mit uns sprechen möchte. Dabei wirkt das dargestellte Objekt wie ein Symbol für das Thema, was ersetzt und was dann vom Betrachter mit eigenen Gedanken gefüllt werden kann. Deswegen ist auf den Bildern so viel weiße Fläche. Das fällt jedem auf. Man denkt, oh, ist das nicht fertig? Es ist die Leere, die uns mit unseren Gedanken, von unseren Gedanken gefüllt werden kann. Es ist auch eine Konzentration auf das Hauptmotiv und unterstützt es und lenkt nicht durch anderes ab. Dieses Prinzip der sozusagen gefüllten Leere, die aber sichtbar leer bleibt, hat er vielleicht in Japan gelernt. Denn das ist das traditionelle Prinzip der asiatischen Tuschemalerei, mit der Leere zu arbeiten, die keine Substanz enthält. Die europäische Malerei, müssen Sie wissen, empfindet die Leere als unvollendet, weil man in Europa in der griechischen Tradition alle Anliegen philosophischer, wissenschaftlicher oder sonstiger Art ausdiskutieren möchte und am Logos orientiert zu einer finalen Lösung bringen will. Also wenn wir in Europa ein leeres Bild sehen, sei denn in der Moderne, das ist eine Konzeptkunst, aber in der Tradition, dann war es nicht fertig. Aber das ist anders in Asien. Und dann sage ich Ihnen zwei Sätze über den Zen-Buddhismus. Denn das ist das Prinzip in Japan und auch China. Das charakteristische Misstrauen des Zen-Buddhismus gegenüber dem begrifflichen Denken zieht eine Verrätselung und Verknappung der Worte nach sich. Und wenn Sie diese Objekte sehen, sehen Sie so viel Verrätselung. Also in dem kleinen Detail. Das Sagen glänzt durch Nichtsagen. Der buddhistische Diskurs ist frei vom Wahrheitszwang, der den christlichen Diskurs bestimmt. Dumme Fragen werden von Zen-Meistern meistens mit Schlägen beantwortet. Es geht nämlich darum, die eigene Natur zu schauen und Buddha zu werden. Während die Denkmanöver des großen deutschen Philosophen Hegel, die sich an Substanz und Subjekt abarbeiten, diese Denkmanöver vermögen das buddhistische Nichts nicht zu erfassen. Während Nuri vorhin sagte, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Menschen weltweit, so stimme ich dem völlig zu in unseren Bedürfnissen und Belangen, aber die Kulturen haben ganz unterschiedliche Wurzeln und das ist auch sehr schön. Und manchmal, gerade die westliche Kunst ist der westlichen sehr verschieden. Das gebe ich Ihnen jetzt als Anregung mit, wenn Sie nun vor die Bilder treten. Es ist, entschuldigen Sie, einfach, Sie stehen vor den Zebras da. Und der Titel des Bildes hilft Ihnen, gucken Sie auf den Titel, er heißt nämlich Fleeting Moment. Also geht es um einen innigen Moment des liebevollen Zusammenseins. Wie selten sind diese Momente häufig und wie sehr erinnern wir uns an sie, wenn sie schon vergangen sind. Dieser eine Moment, der so viel Kraft geben kann und durch die Liebe und Zuneigung zueinander steht zwischen der Vergangenheit und der sofort herantretenden Zukunft. In die Leere des Bildes können Sie Ihre eigenen Gedanken packen. Die Leere ist gleichzeitig die Zeit der Lebenshast davor und die Zeit danach. Die Leere steht auch für die Schönheit des Augenblicks, der Momente der Innigkeit und Ruhe, in denen wir einfach nur glücklich sind für eine ganz kleine Ewigkeit. Wie diese Zebras.
Betrachten Sie andere Bilder, zum Beispiel Büffel. Wo ist der Büffel? Ah, da drüben. Ah, da hinten sehe ich ihn. Der dabei ist, der unsichtbaren Gruppe hinterher zu rennen, und übertragen Sie die Bedeutung. Es geht um Ihr Gruppenverhalten. Wie sehr sind Sie darauf bedacht, Ihrer Gruppe zu folgen? Wer ist die Gruppe, der Sie sich ausgesucht haben zu folgen? Und wie gefährlich und vielleicht kopflos sind Gruppen, wenn sie einmal losgelassen werden? Sehen Sie in das fragende Gesicht des Büffels? Wenn er seine Hörner senkt, dann spießt er seine Opfer auf. Und entdecken Sie die kleinen Baubestandteile, die ihn bilden, und spüren Sie, was sich in der Leere bewegt. Die Krake, die hängt hier im Flur. Was sagt Ihnen die Krake? Deren lange Tentakel sich unabhängig voneinander bewegen. Aber dennoch hängen sie zusammen. Der Titel des Bildes heißt Independent Dependence. Was vermittelt Ihnen der Haifisch? Haben Sie ihn schon gesehen? Welches Thema der Selbstreflexion spricht er in Ihnen an? Auf wen macht dieser elegante Jäger der Meere als nächstes Jagd? Wen wird er wegbeißen, der zufällig seinen Weg kreuzt? Oder kommt man gefahrlos an ihm vorbei? Er bestimmt, was um ihn herum am Leben bleibt. Kommunizieren Sie mit dem Dickhäuter, dem Nashorn. Ja, stimmt mal. Der lässt sich so schnell nicht umhauen. Er erträgt vieles, weil seine dicke Haut ihn schützt. Was ertragen Sie so wie ein Dickhäuter? Was muss alles noch passieren, damit Sie endlich in Rage kommen? Der Baum. Der Baum ist ein afrikanischer Baobab. Mit seinem breiten Stamm, der so breitstämmig in der Weite steht. Wie tief müssen seine Wurzeln sein? Wie lange steht er schon dort? Spricht der tief wurzelnde und vielerlei geästtragende Baum von der Schönheit der eigenen heimatlichen Kultur? Sie wollen Ihr Land verlassen? Haben Sie je die Schönheit und Vielfalt und Einzigartigkeit dieses, Ihres Baumstamms, Ihrer Kultur schätzen und lieben gelernt? Vielleicht fangen Sie gleich einmal damit an. Die wunderbar farbigen Tuschebilder von Parvis Derani entführen uns in die Welt von Tausend und einer Nacht. Hängt hier eins? Ah, da, ne? Hier rechts. Ah, rechts und links vom Fire von Yersinia. Wer einmal die Märchen des Morgenlandes gelesen hat von Scheherazade, sich hat erzählen lassen von dem Zauber, der aus Aladins Wunderlampe aufstieg, hörte, oder den Abenteuern von Sindbad, dem Seefahrer, lauschte, der weiß, wie grenzenlos und bezaubernd die Fantasie der persischen Märchen ist. Wer sich dem Zauber der Tuschebilder von Parvis Derani nähert, der kann diesen Einstieg in die Welt der nahöstlichen Fantasie und Geschichten spüren. Derani benutzt für seine Reihe von farbigen Tuschebildern eine hochauflösende Pigmenttusche, kombiniert mit alkoholgetränkter Tusche, die er auf lichtbeständigem Hightech-Papier aufträgt. Deswegen leuchten die Farben so intensiv. Das ist die Technik, mit der er seine Bilder zum Leuchten bringt. Die grün und rot und blau und gelb changierenden Farbklänge ertönen wie orientalisches Seitenspiel. Treten wir vor die Bilder, entdecken wir die hinten im Raum vor allen Dingen viele Frauengesichter und Frauenkörper. Es gibt Tänzerinnen wie züngelnde Flammen, die Lebensfreude vor einem sie bewundernden Publikum aufführen. Viele Gesichter aber haben träumende Augen, die manchmal traurig aus dem Bild herausschauen. Ihre Melancholie ist nicht eine verdunkelte Traurigkeit, aber sie drückt ein Lebensgefühl der Tragik aus. Parvis Derani sagte mir, wie sehr ihn das kulturelle Schicksal von Frauen im konservativen Islam beschäftigt. Nicht, dass ich das falsch verstanden habe, wir können gleich nochmal darüber reden. Wie sehr in jenen Ländern, wie auch in seinem Heimatland, es Frauen verwehrt ist, sich zu bilden und ein freies Leben zu führen. Die strikte religiös bedingte Rollentrennung, die uns im Westen als weit überholt scheint, ist besonders in islamischen Ländern bestimmend. Dabei sind es besonders Frauen,
die als Mütter für die Erziehung ihrer Kinder, vor allem ihrer Söhne, maßgebend sind. Und es liegt vor allem an den Frauen, ihre Kinder so zu erziehen, dass die Gesellschaft, in der sie hineingeboren werden, sich notwendig ändert. Parvez Terani singt in seinen farbigen Tuschebildern eine Hymne auf die Frauen, seien es Ehefrauen, Mütter oder Großmütter. Er spürt in den männlichen Gesellschaften den Mythos der Frauen nach.